Hier ist erstmal dieses Riesenpaket, wie ihr sehen könnt. Und das machen wir jetzt zusammen auf. Ich habe mir auch schon eine Schere hier zur Seite gelegt. Und da machen wir jetzt einfach mal das Paket auf. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und zwar zum Thema Unboxing. Ich habe ja von HKM ein Paket zugeschickt bekommen, das seht ihr hier schon. Das ist leider geöffnet, weil der Vorspann irgendwie nicht so wollte, wie ich es wollte. Und ich habe aber zusammen mit euch das Paket aufgemacht. Ich habe auch noch nicht reingelurrt. Das werde ich jetzt gleich mit euch machen. Ich wurde inspiriert und zwar von der Inka und vom Dennis. Die haben nämlich ein Unboxing-Video gemacht und ich dachte mir, ich werde das mit meinem nächsten Paket auch machen. Deren Kanal werde ich euch unten mal in die Infobox verlinken. Schaut da unbedingt mal vorbei. Die sind auch auf Instagram super aktiv. Also schaut da gerne mal bei den beiden vorbei. Und ich bin schon total aufgeregt und freue mich jetzt mit euch hier dieses Paket aufzumachen. Bei uns ist jetzt halt mittlerweile wieder ein bisschen sonniger. Es ist zwar extrem kalt, deshalb sitze ich hier mit einem Fleece-Pulli, wie ihr sehen könnt, und einer, einer Weste. Und ich rede jetzt halt nicht mehr so lange. Ich werde jetzt halt einfach mal mit euch reinschauen. Und ihr kriegt natürlich auch Fotos zu den Sachen, die da drin sind, auf meiner Instagram-Seite. Mein Instagram-Account werde ich dir jetzt halt hier auch nochmal einblenden. Dann kannst du da auch super gerne mal vorbeischauen und auch abonnieren, weil ich da wirklich sehr, sehr, sehr aktiv bin und ich da euch auch ganz oft in den Stall nehme. So, hier ist das erste Teil. Natürlich nicht, das war ein kleiner Scherz. Fangen wir an und zwar mit einer Reithose. Das ist die neue Diamonds Collection von HKM. Vielleicht kennt ihr die alte. Und ich fand diese Diamonds Collection richtig schön. Und jetzt ist eben eine neue Kollektion rausgekommen. Und vielleicht wissen einige von euch, was da so für Farben dabei sind. Und wenn ihr es wisst, dann wisst ihr auch, welche Farbe mir und Fauni gehört. Der Esel nennt sich immer zuerst. Welche Farbe der Fauni und mir gehört. Falls ihr da eine Vermutung habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Da gibt es aber nicht nur was fürs Pferd, sondern eben auch für den Reiter. Da gibt es Reithosen in verschiedenen Farben und auch Oberteile. Also müsst ihr einfach mal vorbeischauen. HKM werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Und hier ist eben das erste Teil. Und zwar ist es eine Reithose, die ich mir in Grau bestellt habe. Die gibt es auch noch in Beige, glaube ich. Aber schaut da lieber nochmal selber nach. Und die ist so cool. Ich fand die so schön, weil die eben hinten diese Applikationen hatte. Also hier einmal der Diamond, hier von der Diamonds Kollektion eben. Dann dieses Korallige hier. Und sie ist komplett grau. Ihr wisst, ich liebe grau. Ich habe jetzt momentan auch eine graue Reithose an. Equestrian Society steht hier drüben drauf. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es hier eben dieses Beige. Ich finde die Farbkombination mit diesem Beige und mit diesem Grau finde ich richtig schön. Innen drin ist es auch. Da seht ihr auch nochmal die Diamanten. Hat jetzt halt nicht so den Vorteil, dass es hier drinnen ist, aber ich finde es einfach richtig schön verarbeitet. Was mir auch auffällt, ist eben das hinten. Also ihr habt schon mal Reißverschlüsse, wie ihr sehen könnt, am Popo auf beiden Seiten. Und auch hier die Farbe, die hier oben ist, dieses rosa-pink-koralle-mäßige, habt ihr dann hier auch nochmal. Das ist hier abgesteppt, wie ihr sehen könnt. Und das finde ich auch richtig schön. Also es ist richtig schön verarbeitet, finde ich. Und diese Hose ist voll besetzt. Also ihr habt hier quasi das komplett besetzt. Auf jeden Fall läuft die hier eng zusammen. Das mache ich total gerne. Und dann wisst ihr eh, habe ich super gerne Strümpfe drüber. Und wisst ihr was? Ich habe so Lieblingsstrümpfe momentan. Und da habe ich nämlich genau die passende Farbe da dazu. Also richtig cool. Ich bin schon gespannt, ob die mir passt. Dann werde ich jetzt halt nachher gleich reinschlüpfen
und werde die dann euch natürlich dann auch auf Instagram zeigen. So, dann kommen wir hier zum nächsten Teil. Und zwar habe ich mir was Besonderes bestellt für den Winter bzw. Herbst-Winter. Jetzt fängt ja bei uns schon langsam der Herbst an. Schreibt mir gerne mal, wie bei euch das Wetter ist. Ich drehe das jetzt halt am Wochenende, das Video. Und bei uns soll jetzt halt die Woche richtig, richtig, richtig kalt werden. Deshalb freue ich mich auch schon einfach, dieses Produkt, was ich euch jetzt dann zeigen werde, anzuziehen. Und zwar ist es ein Reifmantel. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich glaube in Schwarz und ich glaube auch eben in diesem Blau. Ich habe mich für dieses Blau hier entschieden. Und das Coole daran ist, der ist erstmal, ich denke, dass der richtig, richtig warm ist. Und was mir hier so gut gefällt, also einmal ist es hier mit Druckknöpfen. Und hier, da unten, ist es eben so, dass ihr super gut reiten könnt, weil ihr das eben so aufmachen könnt. Was auch der Vorteil hier ist, die Jacke geht nicht bis ganz unten, das hat man jetzt nur so gesehen. Ich habe jetzt mal die Knöpfe aufgemacht und dann seht ihr, die Jacke geht eigentlich nur bis hier oben. Wisst ihr, dass ihr kein Problem habt, wenn ihr so einen langen Parker anhabt, dann ist es ja meistens so, dass ihr von unten den Parker aufmachen müsst, aber dann läuft ja unten quasi die kalte Luft rein, weil ihr eben die Jacke aufmachen müsst. Und hier ist eben der Vorteil, dass die Jacke wirklich abschließt quasi. Ich werde da jetzt einfach mal reinschlüpfen und mal schauen, wie die so ist. Und was halt echt praktisch ist, dass sie halt so Knöpfe hat, dass ihr dann das einfach so zumachen könnt. Ich habe die mir jetzt eine Nummer größer bestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann einen dicken Pulli anhab oder so, dann ist es auf jeden Fall gescheiter, dass das ein bisschen größer ist. Und wow, die ist richtig gut. So, ihr seht, die Jacke schließt jetzt nicht über die Beine ab, weil ihr eben auch auf dem Sattel drauf müsst. Dafür sind natürlich auch super praktisch diese Knöpfe. Die könnt ihr dann einfach hier so zumachen. Und das meinte ich eben vorhin, wenn ihr einen Parker anhabt, dann müsst ihr den hier aufmachen. Und jetzt ist hier alles zu bei mir, hier mit dem Verschluss. Und ich glaube, die Jacke wird einfach nur bombenwarm sein. Also die ist jetzt schon richtig kuschelig und richtig warm. Was mir auch super gut gefällt, diesen Kragen hier. Ich habe zwar meistens im Winter auch einen Schal an, aber der ist richtig gut und man ist da auch so ein bisschen geschützt, finde ich. Die Jacke finde ich richtig cool. Und die Jacke ist von dieser Marke hier. Müsst ihr auch einfach mal schauen, wenn ihr auf der HKM-Seite seid. Wie gesagt, die gab es auch in Schwarz. Ich habe mich aber jetzt halt für dieses Blau hier entschieden. Ich will die gar nicht ausziehen, weil die total bequem und angenehm ist zu tragen. Seht ihr die Farbe? Ta-ta-ta-ta! Und zwar aus der neuen Diamond-Kollektion. Dieses wunderschöne Pink-Rosa. Das kommt jetzt leider gar nicht so gut hier rüber. Wie gesagt, auf Instagram werde ich euch auf jeden Fall noch Bilder machen. Hier seht ihr diese geile Kombination mit diesem Pink, dann dieser silbernen Kordel und dann dieses Grau. Die Farbkombination liebe ich momentan. Und hier sind so wie Art Nieten auf dem Diamant drauf, also richtig cool gemacht. Auch wieder bei der anderen Kollektion, die ich schon mal von HKM hatte, ist nur auf der einen Seite das Logo, also dieser Diamant und diese Schrift. Auf der anderen Seite ist das eben nicht. Meine Haare sind auch schon ein bisschen zerzaust, weil ich schon den Stall heute gemacht habe. Aber ich denke mal, das ist ja nicht so schlimm. So, dann geht's weiter und zwar mit diesen Säckchen hier, den Diamond-Säckchen. Und zwar sind das die passenden Bandagen da dazu. Und ich glaube, Fauni wird mega süß einfach mit dieser Kollektion ausschauen. Ich finde, Rosa steht hier eh richtig gut. Sie ist einfach ein richtiges Mädchen, so wie ich. Und ja, das sind hier die passenden Bandagen da dazu. Passend gibt's natürlich hier auch ein Mützchen. Und ich hoffe natürlich, dass es der Fauni auch passt. Das ist eben auch in diesem wunderschönen Pink. Und dann diese Kordel, diese silberne. Und hier ist es so ein bisschen dicker, wie ihr sehen könnt. Das ist hier so ein bisschen gesteppt.
Schaut auch richtig schön aus. Und hier an dem einen Ohr steht das eben nochmal. Das ist die neue Diamond Edition. Und was hier richtig schön ist, auch hier dieses Schild von dem Preisschild, ist auch richtig cool. Da ist dieser Diamant drauf und der funkelt auch so ein bisschen mit diesem Silber Metallic. Schaut einfach richtig schön aus. Okay, Leute, ich komme zum letzten Produkt und jetzt mache ich mal wieder ein Quiz mit euch. Ich bin super gespannt. Manche raten mir schon immer richtig. Schreibt mir jetzt gerne mal, was ihr denkt, was es ist, in die Kommentare rein. Aber nicht schummeln, macht alle mit und da freue ich mich natürlich drüber. So, ihr könnt natürlich auch das Video anhalten, dann könnt ihr den Kommentar schreiben und dann macht ihr einfach kurz auf Pause und dann kann es schon weitergehen. Ich mache jetzt weiter mit dem letzten Produkt und zwar gibt es natürlich zu dieser Edition noch die passende Abschwitzdecke. Oh mein Gott. Fauni wird so süß drin ausschauen. Außerdem wird die jetzt, die hat schon langsam so ein Teddyfell und dann schaut die aus wie so ein Plüschtier. Und ich habe noch keine pinke Abschwitzdecke, was eigentlich eh komisch ist, dass ich das noch nicht habe. Und diese hier ist einfach ein Traum. Hier ist wieder dieses Logo und auch eben auch mit so Nieten besetzt. Auch so dieses Abgesteppte, was ich euch vorhin gezeigt habe, eben hier auch auf dieser Fliegenhaube. Und die ist so wunderschön, sage ich euch. Ich kann es gar nicht glauben, die ist so wunderschön. Und ich freue mich schon voll, mit der Fotos zu machen und der Fauni die anzuziehen. Ich glaube, die schaut richtig süß aus. Für viele ist es wahrscheinlich, oh Gott, so viel Pink und oh Gott, ich will euch gar nicht damit beeinflussen. Und jeder soll auch tragen, was er will. Und jeder soll sein Pferd anziehen, was er will, kaufen, was er möchte, sein Geld irgendwo anders reinstecken, wo er möchte, wo er glücklich ist. Aber ich finde es einfach wunderschön und ich probiere natürlich der Fauni auch immer wieder das Neues anzuziehen. Und es macht einfach Spaß und die Kollektion will ich euch einfach nur zeigen. Sie gibt es natürlich auch in mehreren Farben. Nicht jeder liebt Pink, so wie ich, oder Rosa. Das ist ganz normal. Geschmäcker sind verschieden, zum Glück natürlich auch. Und zum Glück gibt es natürlich nicht nur die Kollektion in der Farbe, sondern in mehreren Farben. Also schaut da einfach mal vorbei. Ich bin so happy, sage ich euch. Und ich freue mich jetzt schon auch so ein bisschen auf den Herbst und auf den Winter. Vor allem, wenn ich dann hier meine neue Jacke anziehen kann. Die ist richtig cool. Und ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und vor allem auch Daumen nach oben, wenn ihr bald wieder so ein Video sehen möchtet. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen überlegt, die ich mir wieder bestellen möchte, aber nicht bei HKM, bei jemand anderem. Und wenn ihr da auch ein Unboxing-Video sehen möchtet, dann auf jeden Fall Daumen hier nach oben, damit ich sehe, dass das gut bei euch ankommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.